for Speed Playback ist echt cool. Aber ich auf der PS4 lange nicht mehr gespielt, fällt mir darauf. Okay. Das war enger als gedacht. Okay, ich nehme mir einfach mal die Vorfahrt. Wo sie sehr genommen war, Snow hier nicht. Okay, doch. Na, Forza und Need for Speed sind eigentlich mal vielversprechende Serien. Wenn auf jeden Fall was rauskommt. Ich warte. Also ich fahre weiter, aber ich warte. Haben nicht allzu viel diesmal auf der California State Route 1. Das ist doch echt ziemlich kurvenreich. Und so wie ich die Cops kenne, warten die irgendwo auf mich. Wow, wie kam das so plötzlich? Dass ich jetzt heute doch nicht mehr hin muss. Da musst du ja auch hier noch dein Auto abholen. Und das wird ja wahrscheinlich vor 21 Uhr sein. Oder wann auch immer spät bei Google ist. Das heißt, du kannst heute wahrscheinlich sogar doch dabei sein. Okay, ich war viel zu schnell. Vorher, dass ich noch nicht geblitzt wurde. Ah. Umso besser, dann musste er jetzt nicht mal einspringen von deiner Kollegin. Wer du fährst. Danke. Die Ampel bekommen. Das sollten wir eigentlich. Ja. Ach so, oh. Das heißt, wir haben jetzt heute noch eine weitere Schicht gehabt und nicht nur deine eigene Schicht oder wie? Ah, ich verstehe. Es klang gerade für mich, als ob du heute einspringen musstest. Also nur einspringen musstest. Deine Kollegin krank war. Eieiei, warum das denn? Oh ja, Brems! Mehr Autos.
so. Ich verstehe. KW-Party. Oh, natürlich fällt er wieder so langsam nach vorne. Und die Autos, die wohnen jetzt auch wieder nicht, das heißt, ich muss es auch wieder bremsen. Wir müssen eh raus, wollen wir hier holen. Wollen wir hoffen, dass da nichts passiert. Uiuiui! Ui, ui. Ah. Matter on Multitasking. Not possible. Ja. Das ist ja bestimmt ordentlich zu tun in Hamburg. Hamburg ist ja nicht so. Nicht ganz so klein. Draußen bei minus 2 Grad hier drin schon wieder über 26 Grad sind, dann freue ich mich hier echt schon wieder, also in Anführungszeichen, freue ich mich hier echt schon wieder auf die Sommersauna-Streams. 40 Grad, ich komme. Ich denke mal, da wird nicht so, wird nicht wirklich viel passieren, also nichts Schlimmes. Man kann auch stark bremsen. Freeway? Jetzt bin ich verwirrt. Ich würde schon sagen, Freeway Entrance ist doch eine Interstate. Warum dann Freeway Entrance? Prozent knapp haben wir schon von unserem Ziel. Ja, okay, da wollte ich hin. Nicht. Alles nochmal von vorne.
unterfahrender Sonne wieder entgegen, während sie mir immer mehr drücken zu können. Immer schön Sonne. Oh. Okay. Immer schön die Sonne anfangen. Boah, die Sonne anfangen zu schauen. Ich bin ja 30. Ach ja, stimmt, wir fahren ja nach. Habe ich schon wieder vergessen. Wo fahren wir nochmal hin? Nach Elzentrum, genau. Das war's. Wir werden auf alle Fälle schlafen müssen. Steht schon mal fest. Heißt, wir werden den Sonnenuntergang auch noch mit überleben. Aber erstmal fahren wir in das Interstate 5 in Richtung Süden. Richtung Los Angeles und dann weiter nach El Centro. Mensch, willst du mal nicht wieder rumpacken, ne? Aber dürfte eigentlich nicht sein. Also, was heißt dürfte nicht sein? Gestern hast du mir auch rumgepackt. Aber kann sein, dass es irgendwie noch Auswirkungen im letzten Update sind, aber... Es sah bei mir auch gerade so ähnlich aus. Also, ich sehe es ja nicht, aber... abzüglich von dir, ja. Hä? Oh. Das wollte ich nicht, ich wollte nicht lauter machen. Ich wollte die Sonne weiter aufgehen sehen. Schon was vorne. Hab ich schon. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass die Schulbus rumfahren. Falls es ein Schulbus überhaupt ist. Aber das sieht so aus. Bei YouTube werden es wahrscheinlich zwei mehr. Aber es wird wahrscheinlich auch daran liegen, weil wahrscheinlich dann labern dann, weil er auch zugucken würde. Reicht ja nicht, dass der Mii dort bei Discord reinquatscht. Und da er ja eh nicht streamen kann, obwohl er ja so eine krasse Leitung hat, also krasse Kabelleitung, auch so eine teure Leitung besser. Also wenn er streamen könnte, dann wäre er wahrscheinlich vermutlich mal irgendwann auch irgendwie zu Twitch gegangen. Zumindest hat er, glaube ich, wenn ich mich erinnern kann, vor ein paar Monaten zumindest haben wir auch mal mit Gedanken gespielt, auch irgendwie mal auf Twitch zu gehen. Labern. Jan. Oder was meinst du mit wer, wie, wo, was, hä, wie, was war kurz weg? Ja, was?
Was war das Letzte, was du mitbekommen hast? War das Erste? Oh, na toll, das müssen wir auch wieder raus. Ja, piep, piep, piep. Ich hab dich auch nicht. Nicht. Was war das Letzte, was du gehört hast? Und was war das Erste, was du gehört hast? Noch kann ich mich erinnern, was ich gesagt habe. Das war das Erste, das Letzte, das Erste. Und was war davor, bevor du weg warst? Schulbusse. Hast du nach Schulbusse geschrieben, mit Fear of You oder was? Mit Twitch? Ich glaube schon. Also zum. Ja, muss ja. In der Richtung. Also bei mir stand es auch gerade, aber bei mir sah es so ähnlich aus, ohne Biker wurde angehalten. Kann aber auch sein, dass es gerade wieder ein bisschen rumbackt, Twitch. Ja, gestern haben wir auch hardcore rumgebackt. Wenn ich da irgendwie einen Namen hinschreiben wollte. Also, keine Ahnung. Beispielsweise so ZO und dann mit Tab den Namen ausfüllen. Und normalerweise, wenn man dann auf Enter drückt und dann der Name stand dann halt auch. Wenn man dann auf Enter drückt, dann wird das halt abgeschickt. Aber bei mir war das dann so, dass. Das heißt noch, dass da nur noch das Z oder stand, obwohl ich auf Enter gedrückt habe und davor der Sohead stand. Und das liegt wahrscheinlich irgendwie immer noch so ein bisschen am letzten Twitch-Update. Man konnte ja auch einige Zeit lang die von FFZ oder von WTTV nicht nutzen, die Emotes. Oh. Kann sein, dass es rumbackt und zu. Bei Dings da bei YouTube wären es wahrscheinlich jetzt irgendwie so 6 Zuschauerspitze, obwohl ich weiß nicht, vielleicht 4-5 Zuschauerspitze. Hm. Ah, es backt halt gerade irgendwie allgemein so ein bisschen rum. Also es ist meistens ein Anzeigefehler. Also das mit Permaban. Also spätestens, also wenn du noch, wenn du, was weiß ich, den Stream, nachdem das da dran stand, von wegen mit Permaban, immer noch nicht schreiben kannst, dann wird es wahrscheinlich so sein, weil ich glaube, das Maximum ist 6 Stunden oder irgendwie sowas, die man timeouten kann, oder 3 Stunden, ich weiß es nicht, oder eine Stunde, irgendwie sowas um den Dreh. Ja genau, es gibt auch nochmal Euro Truck Simulator 2. Das ist, glaube ich, rausgekommen 2012, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. 2014 kann auch sein. Ich glaube, 2012. Da gibt es mittlerweile auch schon wieder ein paar DLCs. Und wird auch. Oh, Baustelle. Ne, doch nicht Baustelle. Hat da jemand aus. Oh, da ist jemand ausgebrannt. Oder durchgebrannt. Oder beides. Ja, wie gesagt, bei YouTube wären wahrscheinlich jetzt so spitze 5 bis 6 Zuschauer gewesen. Was auch vielleicht daran liegen könnte, weil einer von den Zuschauern dann Jan gewesen wäre. Der da wahrscheinlich zugeschaut hätte. Und dann habe ich halt noch gesagt, dass wenn Jan mit seiner teuren Leitung streamen könnte, wäre er vermutlich irgendwann auch auf Twitch gegangen. Oder hätte sich zumindest dort einen Account erstellt. Aber da ist halt scheiße. Aber da das Internet ja irgendwie. Na, der ja Kabel hat, hat er auch keinen Account hier, von daher.
Und der ist ja gerade sowieso wieder am Aufnehmen mit Transportfieber, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Zumindest als ich das letzte Mal geguckt habe, war Transportfieber zocken und aufnehmen. Genau, Osteuropa, also Going East mit... Oh, frag mich nicht. Mit Polen, Ungarn und Tschechien, glaube ich. Dann Skandinavien mit Dänemark, Norwegen und Schweden. Dann Frankreich mit mehr von Frankreich und Italien mit mehr von Italien. Und dann wird es... im Laufe dieses Jahres vermutlich mal noch Baskenland geben, also hier oben Estland, Lettland, Litauen und was es noch so alles da oben gibt und Richtung Polen geht. So, das heißt, ich darf jetzt sogar wechseln, weil ich schneller bin, oder wie? Trotz 24.000 Pfund. Könnte ich auch noch das Bild schicken. Also, was vermutet wird, also ich habe ein Bild gesehen, wo so gesehen die Vermutungen drauf waren, wann was für ein DLC kommt oder kommen könnte und was für ein DLC sein könnte. Und das Einzige, was jetzt vielleicht vertauscht war oder sowas in der Art, zum Beispiel jetzt die Bavaria-Küste. Die wäre jetzt so gesehen, oder die stand jetzt als nächster Termin, als nächster vermuteter Termin für ein Map-DLC weit oben. Also ganz oben, so gesehen als nächstes nach Italien. Da es das Baskenland jetzt serviert, oder die Baskenländer wird, vermute ich mal, dass es dann halt eher später kommt mit der Bavaria-Küste. Dann soll es vermutlich noch Ukraine geben, Russland, Spanien, also die Iberische Halbküste, Iberische Adria, dann, ich glaube, Finnland auch, wird vermutet, oder so in der Richtung. Ja, Brems, vielleicht war Finnland auch mit, beim Basken, nee, beim Basken hat, glaube ich, nicht, beim Basken dann nicht, dann Irland soll es vermutlich noch geben, vielleicht Island, ich weiß es nicht mehr, aber Irland auf alle Fälle, habe ich gelesen. Ich kann dir das Bild hier nochmal schicken. Oder Moment, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe das sogar bei Gaming Empire bei Discord da in die Gaming-Gruppe reingeklatscht. Das Bild. Kannst du da mal gucken, ob es da für dich drin ist. Und es wird bald Oregon geben. Auch in diesem Jahr wird es Oregon geben. Neuer Staat. Mehrere Hunderttausende von Meilen. Nee, nicht Hunderttausende, sondern mehrere Tausende von Meilen oder Zehntausende von Meilen. Und die es zu entdecken gibt. Hidden Roads wahrscheinlich auch. Neue Firmen in ATS, in ATS, in American Truck Simulator. Dann neue Autos wahrscheinlich auch. Ob es neue LKWs gibt, weiß ich nicht. Aber auf alle Fälle auch neue Trailer. Okay. Bis gleich. Auf der Innerseite Richtung San Diego. Und dann weiter nach El Centro zu fahren. Ist aber schon mal Los Angeles? Tatsache. Also fast.
kein Wunder, dass dann gestern der Server richtig tot war. Also gestern mal ging gar nichts, da lief wirklich nichts. Also wenn Ross hier nicht auf dem Server gewesen wäre, dann wäre der Server down. Also tot, komplett. Nichts möglich gewesen. Oh Gott, das war ein bisschen zu schnell rauf. Und es wird noch ein Spezialtransport-Dings geben für ATS. Ich vermute mal, dass es wahrscheinlich so ähnlich gemacht wird wie wie das von Eurotruck Simulator, was man so gesehen auch. Obwohl in Amerika gibt es das ja gar nicht so wirklich mit Begleitfahrzeugen. Mal schauen, wie sie es machen. Ah, Sea of Thieves. Sea of Thieves ist gehypt. Der Hype ist da. Auch wenn es immer noch gerade irgendwie so Beta oder irgendwie sowas in der Art ist. Ist ja noch nicht draußen. Wenn ich mich recht entsinne. Gibt es ja wieder einen Beta-Abschnitt. Oh, ich mag diesen Schreckenabschnitt hier so sehr, seitdem hier diese Ampel nicht mehr da ist, die immer rot war. Egal von wo nach wo, immer rot. Und jetzt kann man ja auch mittlerweile da langfahren. Stresstest? Sea of Thieves Stresstest oder was? Verfolg's nicht. Ich habe heute nur das Best of davon von Teil gesehen, das war's. Okay. Müssen wir? Ja, müssen wir irgendwann haben. Interstate 10 in Richtung Süden. Richtung San Diego. Moment. Ich weiß, du wirst müde. In den Osten? Oh. Stimmt, wir fallen nach Richtung Osten. Oder Richtung Süden. Das ist wahrscheinlich eher Richtung Osten. Richtung Süden geht das jetzt rechts runter, also vorbei auf der Interstate 10. Warum denn Stresstest? Da wollen die ja testen. Wie viele Spieler man sie maximal auf den Server kommen oder wie viele Slots sie da freikriegen oder wie viele Spieler gleichzeitig spielen können oder wie? Nächsten Abfall können wir glaube ich schlafen, oh, kurz davor. Ah! Dreckiger Pisser! Ich mache auch mal einen Bremstest. Ja, du siehst aus wie Jesus. Mit dem Bart. Schlafen nur alle Tatten gewahr.
Macke. Jaha. Nix, jaha. Ich weiß, dass ich müde werde. Ist mir bewusst. Warte mal, wo ich da hinfahre. Müssen wir erstmal rechts runter von der Interstate, um dann schlafen zu können. Gleich kommen wieder Cops. Wiu. Rest Area ist komplett frei. Okay, wir haben unseren Untergang verpasst. Dann weiter geht's nach El Centro. Wir wollen endlich. Moment, wie haben wir denn noch? Krass. Haben wir schon fast left. Da haben wir ja 45% von unserem 200.000 Ziel. So muss das.
wir kommen ins Ziel wahrscheinlich jetzt wieder schneller näher, weil wir jetzt ja auch solche Aufträge bekommen, die uns 20.000 bringen oder 25.000 und bald auch 30.000. So muss das sein. So finde ich es gut. So kann es ab jetzt immer sein. Weißt du denn, dass es ein Stresstest ist? Wenn ich mal weiß, warum, muss man auch wissen. Wenn man weiß, dass es ein Stresstest ist, dann muss man auch schon wissen, warum. Oder wurde das einfach nicht gesagt? Warum wurde jetzt eigentlich geblitzt? War da vor so eine 25er-Zone oder was? Verstehe ich nicht. Sunrise Crops Dings raus und dann weiter die Straße Richtung Stadt. Das ist doch definitiv ein Lieblingsspot, oder?
können wir uns ja schon fast reparieren, obwohl. Ja, machen wir mal einfach, oder? Hm, ich weiß nicht. Und er ist ab 10%. Sagen wir, er ist ab 10%. Er ist fertig, ist wirklich ein bisschen rot. Autsch. Das wird so nix. Oder? Volvo? Aber so kann man es auch machen. Hauptsache drin und Geld. Ausgezeichnet, knapp 100 Geld haben wir gebraucht. Holy shit. Das hat es auf alle Fälle gebracht. 45% haben wir schon mal.